So, und noch ein Tutorial-Video für den Android Go, wie man sich eine Drittanbieter-Firmware installiert. Das geht ja mit beim Einschalten die B-Taste halten. Und ich habe mir mal geholt den MSX-Emulator. MSX war ja, ich war ja ein C64-Typ und es gab aber auch von Texas Instruments den 4A oder 4IA oder sowas. Und es gab von Sony MSX. Hatte ich nicht. Ich hatte, sag schon, ein C64. Kenne ich mich jetzt nicht so super aus, aber was rede ich eigentlich? Ich hätte ihn schon längst brennen können. Also brennen wir den mal kurz. Und ich suche mal, von wem ist denn der? Habe ich mir dazu was aufgeschrieben? Und er braucht noch ein bisschen. So sieht das aus oder hat das ausgesehen auf den Computern. Und ich hatte auch gleich schon ein Spiel hier mit Load File geladen. Ja, einmal muss man das BIOS dann noch installieren, wie das geht. Seht ihr auf meiner Homepage. Beziehungsweise auf beschreibt das der Autor natürlich, wie das geht. Aber die ganzen Links findet ihr bei mir auf der Homepage. Den Link zur Homepage findet ihr in der Description. Und dann kann man hier Game ein Spiel laden. Es ist ein bisschen klein hier. Und gehen wir mal wieder zurück. Da hatte ich wohl Donkey Kong geladen schon. Damit macht er weiter. Sehr schön. Und jetzt habe ich allerdings keine Ahnung. 5 Redefine Keys. Wie ich jetzt die Keys redefine. Okay. Man kann auch, schreibt er auf der Homepage, die Tasten umdefinieren mit so einem kleinen INI-File. Das müsste man jetzt hier zum Beispiel machen, damit man das auch spielen kann. Das kommt dann auch auf die SD-Karte von dem Odroid und dann kann man das spielen. Ich nehme mal ein anderes Spiel, was sich vielleicht einfacher tut. Was haben wir denn da? Moon Patrol. Ich kenne es noch vom Atari. Okay, I'm ready, let's go. Okay, so schießt man und so springt man. Den Song habe ich noch gut im Ohr. Ich erinnere mich gleich wieder dran. So, erste Level geschafft. You reached Moonbase. Und dann geht's weiter. So. Was ist das?
Lautfall, Hardware, Platzrechner, Pucks kann man hier wohl irgendwie eingeben. Ich kenne MSX nicht so gut, aber so wie es aussieht, naja, kann man den auch komplett emulieren. So, wenn hier Galaga ist, auch ein schönes Spiel. Aber interessant sind halt die Spiele. Ich glaube, das ist ja auch dafür ausgelegt, um zu spielen. Das ganze System mit den mit dem Steuerkreuz und so weiter. Galaga. Tju, tju. Ich finde die Grafik sehr fein gezeichnet. Ist schon hochauflösend. Also für die damalige Zeit. Ey. Schöne Explosion. Ja, und da gibt es halt noch irgendwie viele, viele Spiele. Ich habe jetzt nur so ein paar ausgesucht, die ich da drauf habe. Für den MSX, die man da auch nochmal spielen kann. Wahrscheinlich kann man auch irgendwelche Programme eingeben, obwohl ich noch keine virtuelle Tastatur gesehen habe, wie auf dem C64-Emulator. Aber ich bin jetzt auch kein MSX-Experte. Aber zumindest die Spiele kann man spielen. Wie gesagt, wie ihr das installiert, steht alles auf meiner Homepage und den Link zu meiner Homepage findet ihr in der Description. Ich mache auch noch mehr von diesen Videos. Und wenn ihr hier mitkriegen wollt, dann könnt ihr da unten rechts auf den kleinen Doc Cool klicken. Und kommt dann ins Abonnieren. Da klickt ihr dann die Glocke da an. Und dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video von mir raus ist. Und dass ihr euch dann gleich drauf stürzen könnt. Ansonsten guckt mal hin und wieder in meinen YouTube-Kanal rein oder auf meine Homepage. Dann kriegt ihr auch mit was Neues. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.